Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali und zu einer neuen Pen and Paper Runde. Wir spielen heute Magus in der fünften Edition, einem Hack. Ja, erfunden von den Spielern von Roll for It. Ja, wir spielen heute ein kleines Prelude, das soll wirklich auch nur klein bleiben und nicht besonders lange dauern. Aber der One-Shot, der morgen stattfindet um 20 Uhr, der befasst sich mit Lilios Charakter. Hallo Lilio. Hi. Und deswegen spielen wir heute so ein bisschen die Vorgeschichte von ihrem Charakter Rachel Klein. Ja. Wir haben gerade eine Stunde, bevor wir jetzt hier on air kommen, den Charakter zusammengebaut, also es geht recht fix. Sag uns doch mal was über Rachel Klein. Mit wem haben wir es denn zu tun? Rachel Klein, eine junge Frau aus ziemlich gutem Hause, besonders einem sehr reichen älteren Bruder, in dessen Schatten sie so ein klein wenig steht, arbeitet als Ingenieurin bei Cyberware Prosthetics Inc. Hat sie schon seit einiger Zeit gemacht. Sie ist ein, naja, ziemlich verbissenes Arbeitstier, so nennen sie einige Leute. Schiebt gerne mal Überstunden, sehr, ja, sich dickköpfig, was sehr vieles angeht, möchte halt zeigen, dass sie genauso viel wert ist und genauso erfolgreich sein kann wie eben ihr großer Bruder. Und ja, das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Rachel Klein arbeitet in ja, einer ja, Ingenieurssparte der Firma und stellt dort ja, kleine Motoren und ja, künstliche Gelenke und so etwas her. Denn die Firma hat sich auf die Fahne geschrieben, dass sie, ja, da ist, sagt ja schon der Name Cyberware Prosthetics, dass sie künstliche Gelenke und künstliche Gliedmaßen herstellt für ja, Leute, die auf irgendeine Art und Weise Extremitäten verloren haben. Und ja, da arbeitet Rachel als Ingenieurin und hat auch Glück gehabt in ihrem Leben eigentlich, diesen Job zu kriegen. Der ist gut bezahlt, also zumindest solide. Der Firma geht es auch gut, sie macht Gewinn. Deine Abteilung wird immer gelobt. Und in der freien Zeit, die man so hat in der Firma zwischendurch, in der Kantine oder sonst wo, hat Rachel jemanden kennengelernt, nämlich Matthew Parrish, einen Wissenschaftler in ihrem Alter, ein sehr junger, adretter Mann, meistens im weißen Kittel unterwegs, aber naja, das ist halt bei der Arbeit so. Ja, und die beiden haben sich angefreundet und ja, sogar mehr. Und das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Matthew arbeitet nicht in der gleichen Abteilung wie Rachel, sondern ist eher in der Forschung tätig. Forscht an neuen, neuen Prothesen, neuen Arten von künstlichen Gliedmaßen. Und ja, die beiden haben sich kennen und lieben gelernt. Und an diesem einen Abend heute sitzen sie, ja, sie haben Jahrestag, zusammen in Rachels Lieblingsrestaurant in der Stadt. Und ja, alles schön, irgendwie Geigenmusik im Hintergrund. Ja, ganz kitschig. Und ja, ihr habt gut gegessen. Was trinkt Rachel so? Hat sich einen schönen Wein empfehlen lassen, passend zu, was sie gegessen hat. Ein schönes kleines spanisches Restaurant ist das in Oh diesem ja, kannst Fall. du wahrscheinlich sogar auch irgendwie Ja, Ukulele oder sowas. genau, mehr sowas in der Art. Und da nippt sie so an ihrem Wein. Ja, und ja, ich weiß gar nicht, ob sie dem schon gewahr ist. Irgendwie der Matthew ist ein bisschen hibbelig heute Abend.
rutscht immer so recht von rechts nach links irgendwie auf seinem Stuhl hin und her. Und dann kommt irgendwann so, als er schon die Rechnung verlangt hat, kommt irgendwann noch einmal der Kellner vorbei. Mit so einem, ja, mit so einem etwas gekünstelt klingenden spanischen Akzent. Und stellt ja, nochmal einen kleinen Aperitif oder wie nennen, einen Absacker irgendwie auf den Tisch, ein Glas Sekt. Oh, vielen Dank. Sehr wohl. Ja, und Würde ich auch das Glas nehmen und anstoßen wollen, ne? Offensichtlich auf einen schönen Abend. ja, auf einen schönen Abend. Matthew wirkt noch aufgeregter als sowieso schon. Und schaut auffällig auf das Glas, was du in der Hand hast. Ist etwas nicht in Ordnung? Nein, nein, alles in Ordnung. Du verheimlichst mir aber etwas. Nein, nein, Prost. Schau ihn ein bisschen misstrauisch an, aber würde dann anstoßen und einen Schluck nehmen. Bei den ersten zwei, drei Schlücken merkst du schnell, das Glas ist nicht nur mit Flüssigkeit gefüllt, sondern da liegt etwas auf dem Boden des Glases. Und das schwimmt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen gegen meine Lippen. Und wenn ich das dann merke, dann setze ich es ab und guck so rein. Und so. Was? Ja, und will so ein bisschen so. Ich will mach schon so eine Bewegung da reinzugreifen, oder dann denke ich mir doch was anderes dabei, trink das Glas dann schnell weg und hol es danach raus. In dem Moment rutscht Matthew von seinem Stuhl herunter und geht auf die Knie. Vor dir. Rachel, wir kennen uns jetzt schon so lange. Möchtest du meine Frau werden? Und Und ich halte dann halt mir diesen. die Band spielt nochmal auf. Ich halte dann wahrscheinlich so den Ring in meiner Hand, bin erstmal so einen Augenblick ziemlich sprachlos, bevor ich dann halt mich zu ihm runterknie und ihn umarme. Ja, natürlich. So gerne. Er ist auch ganz gerührt und die Kamera ja, mit uns als Zuschauern ja, schwenkt ein bisschen wieder auf die Band, die alle grinsend in eure Richtung gucken. Ja, und geht dann über in die nächste Szene. Ihr beide sitzt im Auto. Wer fährt denn, wenn ihr so unterwegs seid gerade? Du weißt, Matthew hat ziemlich viel gehibbelt heute und sich anscheinend für die ganze Aktion ziemlich ein antrinken müssen. Aber wenn ich denke, dass er mehr getrunken hat als ich, dann würde ich das Fahren übernehmen. Weil ich hatte ja nur meinen Rotwein und einen Sekt und eigentlich traue ich mir schon zu, trotzdem uns sicher nach Hause bringen zu können. Na gut, dann fahr du. Puh. Ich hätte nicht gedacht, dass der so reinhaut, dieser Aperitif vorneweg war das bestimmt diese Weinschorle oder was auch immer das da war. Mit Litschi drin. Aber lecker war's. Lecker war es auf jeden Fall. Schöner Abend. War ein wirklich schöner Abend. Ihr Und setzt. dann strecke ich auch so ein bisschen so meine Hand aus, wo jetzt halt der Verlobungsring dran hängt. Du hast einen echt guten Geschmack, muss ich sagen. Der gefällt mir richtig gut. Ja, Dankeschön. Ich habe mich gut beraten lassen. Siehst du die kleinen Linien? Ich habe sie ein bisschen, sie sehen ein bisschen aus wie ja, so Leitungen. Welche das offensichtlich sehr amüsiert. Also ja, tätet ihm so ein bisschen aufs Knie, bevor sie dann aber den Motor anmacht und losfährt. Gut. Fahrt los. Es ist entgegengesetzt dazu, dass es eigentlich ein ganz schöner Tag ist mit Heiratsantrag und allem drum und dran. Das Wetter spielt nicht ganz mit, denn es regnet und stürmt auch ein wenig. Die Scheibenwischer leisten Höchstarbeit quasi.
Und ja, Rachel ist aber wahrscheinlich eine sehr kompetente Fahrerin, Ja. beziehungsweise eine nicht kompetent, wie nennt man das, verantwortungsvolle Fahrerin. Ja. Und ja, fährt vorsichtig und bleibt auch, ja, wie das vielleicht sonst in den USA auch gar nicht so unglaublich ist, also ich weiß es nicht, war noch nie da, aber man hört so, dass die Amerikaner, wenn es spät in der Nacht ist und sonst keiner irgendwie rechts und links kommt, auch mal bei Rot über die Straße fahren. Aber Rachel ist das nicht, die bleibt an der roten Ampel stehen und Vor allen Dingen, weil ich weiß, dass man bei so schlechten Wetterbedingungen noch gerne mal etwas übersieht. Vor allen Dingen, wenn die anderen Fahrer so blöd sind, ihr Licht nicht anmachen. ja, böse, böse, ja. Also, liebe Kinder, immer Licht anmachen und immer auf die rote Ampel warten. Und es könnte alles so schön sein, aber Rachel bemerkt in diesem Augenblick Scheinwerfer von ihrer Seite, von der Fahrerseite aus. Mit schneller Geschwindigkeit auf einer Seitenstraße einfahren. Da fährt einer möglichst schnell und eigentlich nicht, also hier ist 30, ist es eine Innenstadtzone, Vorstadt. Der fährt ziemlich schnell. Es scheint ein größeres Auto zu sein, ein Truck vielleicht. Okay, ich versuche ein wenig Platz zu machen, Also der eventuell, wenn fährt ich das eigentlich so, Gefühl der habe. fährt halt an der Straße, fährt halt grün, du hast Ach rot, so. ne? Ach so, ja, okay, ja, dann Fährt denke ich halt mir nur da viel auch zu erstmal. schnell. Ja, denke ich mir aber halt nichts dabei, weil wenn ich da stehe, dann betrifft mich das ja eigentlich nicht. Auch wenn ich natürlich mir also meine Gedanken über das Fahrverhalten anderer Leute mache. Und diese Gedanken schweifen noch ein bisschen. Du schaust auch ganz gespannt auf diese näher kommenden Lichter des Trucks. Und im letzten Augenblick, als er euch fast, also dass er die Kreuzung erreicht, schert er aus und fährt auf eure Spur herüber und rammt euer Auto, und zwar auf deiner Fahrerseite. Es gibt ein großes Geschepper. Das Auto wird mitgerissen, überschlägt sich mehrmals. Und die Kamera wird schwarz. Das nächste, was Rachel wahrnimmt, ist ein langer weißer Tunnel. Die ersten Gedanken natürlich, bin ich tot? Warum das? Das nächste, was sie wahrnimmt, ist ein unglaublich hohes Sirren und Pfeifen. Irgendwie habe ich mir alles anders vorgestellt. Du hast Schmerzen im Gesicht, ja, dein Arm schmerzt, deine Beine schmerzen. Ich versuche mich irgendwie umzusehen, ob irgendwie mehr als ein Tunnelausweis zu sehen ist. Es Wenn ist nicht, dann alles würde ich. irgendwie, wenn du den Kopf so ein bisschen drehst, dann wird das Licht halt, dieser lange weißliche Tunnel wird dann bis, also der fadet so ein bisschen aus, wird ein bisschen dunkler, wenn du nach rechts oder nach links schaust. Nur wenn du gerade nach oben guckst, siehst du halt weiter diesen weißen Okay. Tunnel. Und jetzt, wo du ein bisschen mit den Augen versuchst zu zwinkern, Über die Augen reiben oder so würde ich das schärft versuchen. sich der Blick ein bisschen. Und ja, das ist gar kein Tunnel, sondern es ist eine Lampe, eine Beleuchtungseinheit. Quasi so ein Ja, OP-Tischlicht ja, ja, quasi. ja, Und jetzt guckst du ja. nach rechts und nach links und du siehst tatsächlich, da sind mehrere Ärzte mit Kitteln, Mundschutz, die um dich herumstehen. Und dieses Sirren und Fiepen scheinen Geräte zu sein. Schaust dann die herunter und siehst irgendwie Schläuche, die aus dir raushängen. Ja, aber ich will dann wahrscheinlich irgendwie versuchen, mich zu bewegen, aber es wird wahrscheinlich nicht so wirklich hinhauen. Und Ersten Bewegungsimpuls beugt sich einer von diesen Ärzten mit diesen grünlichen Arztkittelmasken irgendwie so über dich. Nimmt, dann siehst du als nächstes so eine Ja. Sediermaske und wird dir aufgesetzt und schon verschwimmt wieder alles vor deinem Auge.
Ja. Du hörst nur noch dieses Fiepen, dieses Piep, Piep, Piep. Und das nächste, was Rachel dann wieder wahrnimmt, ist eigentlich ein Geruch. Nämlich es riecht nach Rosen. Schlägt die Augen auf und merkst, deine Sicht ist eingeschränkt. Du hast irgendetwas über dem einen Auge. Du merkst deinen Verband im Gesicht. Mhm. Würde ich mich auch erstmal umgucken, vor allen Dingen so wegen dem Geruch, ob ich irgendwo den Ursprung sehen kann. Ich bin sowieso so ein bisschen so, war das jetzt alles nur ein schlechter Traum? Blickst dich um und siehst in ein relativ steril wirkendes Krankenzimmer. Eigentlich ganz, also steril eingerichtet. Zu modern wirkenden Stühlen, auch dein Bett irgendwie relativ rudimentär. Kein Fenster, nur so eine große sirrende Abluftanlage. Allerdings auf so einem kleinen Beistelltischchen ein großer Strauß Blumen mit so einer dicken Karte dran. Sonst würde erstmal, glaube ich, versuchen, irgendwie so eins ins Gesicht zu fassen, so wo halt. Verband über der einen Hälfte des Gesichts. Okay. Und dann halt so generell einfach mal so meinen Körper herunter und so ein bisschen einfach abtasten, so. Schaust nach unten, ist halt eine Decke. Alles ist eine Decke ein bisschen dran. Ja. Aber trotzdem halt einfach mal so überall so drüber fassen, so. Ist dann noch was? Ja, bist du Rechts- oder Linkshänder? Ich bin Rechtshänder. Rechtshänder, dann versuchst du zuerst so mit der rechten Hand irgendwie zu, ganz instinktiv irgendwie zu fühlen, merkst aber, dein Arm ist irgendwie sehr schwer. Hat man dich irgendwie festgeschnallt oder so? Auf jeden Fall kannst du ihn ganz schwer nur bewegen. Okay, wenn das nicht geht, würde ich hier mit der linken Hand erstmal so gucken, was mit meinem Arm ist und den eventuell irgendwie, was ich mit anheben. Siehst mit deinem anderen Arm halt die Decke ein bisschen zur Seite und siehst, da ist blanker Stahl an der Seite. Es ziehen sich so blaue Linien darüber, die so ein bisschen wie Muskelgewebe aussehen, aber eigentlich, es fühlt sich an, als wäre es blanker Stahl. Okay, es ist wahrscheinlich so der Augenblick, wo, wenn ich noch irgendwelche Herz-Kreislauf-Überwachungsmaschinen bin, wo erstmal alles so ein bisschen Overdrive geht. Nichts in mir angeschlossen. Kein Fiepsen, okay. Sonst nichts, ne. Okay. Dann schaue ich es erstmal an. Es ist immer so, gehören so ein bisschen auch trotzdem im Overdrive so, warte mal. Dadurch, dass ich ja da arbeite, kenne ich das Design eventuell? Nee, also was du kennst, okay, sind die üblichen Prothesen, die man so hat. Also die es auch wirklich gibt, ne? Also so medizinische. Das geht dann, aber das sieht anders aus. Das sieht halt aus wie ein... Stell dir halt einen Arm vor ohne Haut, also mit dem Muskelgewebe drunter und das als Stahl nachgearbeitet. Und du guckst halt und du hast halt... Du siehst die Finger, du kannst die Finger ganz schwer nur bewegen. Ja, so also, ich mir einfach so willenskraftmäßig richtig anstrengen, um es irgendwie... Ja. Und dann, während du versuchst, den rechten Arm zu bewegen, ziehen sich halt diese leuchtenden blauen Linien auch. Und irgendwie, es ist so, als ob so Leuchtdioden halt sich... Je nachdem, wenn du den einen Finger bewegst, geht halt so ein kleines Licht von oben nach zum Finger und dann kannst du ihn bewegen. Und es fängt an zu funkeln und zu leuchten, der Arm. Also so ein ganz leises... blaues Licht. Was zur... Und das ist halt so der Augenblick, wo ich dann halt auch so ganz die Decke irgendwie wegwerfen möchte, um halt irgendwie... versuchen, mich ganz aufzurichten, eventuell aufzusetzen. Ja, und das Gleiche, was deinen Arm betrifft, trifft deine Beine ebenfalls. Beide Beine bis zum Torso. Ja. In dieser komischen stahlblau-silbrigen Farbe. Funkeln auch. Und die Zähne bewegst ganz schwer nur.
Also dann erstmal der Augenblick, wo ich anfange zu hyperventilieren. Ja, ich versuche irgendwie gerade, aber das ist halt schon so eine Situation, so. Und ich lasse erstmal auch einen Schrei ab. Und dann will ich mich nochmal umblicken, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, jemanden herzuholen oder sowas in der Art, weil normalerweise in einem Krankenhaus gibt es ja irgendwelche Knöpfchen, die man drücken kann. Wie gesagt, es ist kein normales Krankenzimmer, es ist sehr, Krankenhaus, sehr, ja. sehr steril, aber du findest tatsächlich so einen Notrufknopf irgendwie. Dann würde ich da mal gegenhauen. Sofort kriegst du so ein leichtes sirrendes, fiependes Geräusch, das sich immer wieder wiederholt und sehr nervig ist. Hast du auch irgendwie auf der Dann einen Seite, die verbundene weiter. Seite auf dem Ohr, auch sich so ein richtig höheres Fiepen verwandelt. Also zuerst klingt es halt ganz normal so miep, miep, miep. Und dann das wird immer höher und immer sirrender und tut Ja, schon fast im und Ohr weh. dann würde ich auch irgendwie versuchen, so meine Ohren so ein bisschen zu verdecken und mir noch meine Augen am zusammenkneifen und wippe so ein bisschen auf dem Bett vor mich hin, bis vielleicht dann irgendwann mal jemand kommt. Kommen tatsächlich eine Krankenschwester und ein Pfleger relativ schnell irgendwie zu dir, schauen dann so in eine Richtung, du siehst in etwas verdutzte Gesichter und ja, betreten dann also durch die große Tür sehen, die hat ein großes Fenster, das heißt, sie sind kurz vorher vor dem Fenster stehen geblieben, haben reiß reingeguckt, sind dann nur so eine Minute stehen geblieben, haben dich angeguckt und dann kommen sie erst rein und Miss Klein, Sie sind wach, sehr schön. Geht's Ihnen gut? Was? Was ist passiert? Sie hatten einen Unfall, Miss Klein. Ganz ruhig, alles in Ordnung. Und ich blicke halt weiter so abwechselnd auf meine normal an meine kybernetische Hand. Ja, in dem Moment, wo die halt reinkommt und du erst auf deine kybernetische Ja. und die normale Hand siehst du halt, wie sich so Haut über dieses kybernetische Ding zieht und an dein Arm anfängt, normal auszusehen. Also es zieht sich so von den Fingerspitzen aus nach oben und breitet sich quasi wie Haut über diesem Gelenk aus. Okay, dann strecke ich das so ein bisschen aus und stupst das auch so mit meiner Funktion, also mit meiner normalen Hand an und irgendwie versuche so in die Haut zu kneifen und so. Das ist, nennt ihr in Ordnung? Wir hätten, ja, Sie sind doch, tut's Ihnen irgendwas Ich weh? Ich schalte mal den Alarm aus. Ich schalte den Alarm aus. taste halt weiter so an mir vorbei. Ich nehme an, ich spüre, also hat das alles irgendwie Sensoren oder sowas? Merke ich, wenn da irgendwas dran ist? Also wenn du Oder? jetzt so irgendwie deine eigenen Finger antippst, du hast Ja. Riss, ganz normal, die Finger fühlen ganz normal. Ja. Nur die Finger oder auch der Der Rest? Rest auch, ja. Was jetzt, du stellst ja Naja. Prothesen her, also das ist nicht normal. Träume ich? Nein, Miss Klein, nein. Er dreht sich zu dem Pfleger um und flüstert dem irgendwie sowas ins Ohr. Willst du versuchen, herauszukriegen, was der denn da sagt? Ja, doch, ja. Ich bin ja neugierig. Versuchst das irgendwie mitzukriegen und kannst mal würfeln. Und zwar Wits und Resolve. Wits und Resolve. Ist da mein eines Ausbacks Ja, Heightened Senses auch. das ist das gerade, was Ach ich so, das brauche. ist das, was mir. Okay. Das sind ja 6.
3 Erfolge. Ah ne, war gar nicht. Doch, 3 Erfolge. Guck mal. Da kommen sie. Ja. 1, 2, 3 Erfolge. Das heißt, du kannst, du hast zuerst wieder dieses hohe Fiepen auf dem einen Ohr, auf dem einen Ohr, auf dem verbundenen Ohr. Mhm. Und dann kannst du wirklich, als würdest du dein Ohr quasi neben diese Gespräch halten, hörst du, was sie spricht, irgendwie, holen Sie schnell Mr. Parrish. Es hat anscheinend funktioniert. Was hat funktioniert? Und was hat Matthew damit zu tun? Ja, dreht sich rum zu dir und hat so ein bisschen leicht erschrockenen Blick. Der Pfleger geht dann irgendwie, läuft raus. Entschuldigung. Ja, also gut. Vielleicht sollte er das, obwohl, bis er kommt. Mr. Parrish hat sie operieren müssen, weil wegen dem Unfall. Operieren? Matthew? Ja. Nur so, ich nehme an, dass er mir nicht gesagt hat, dass er Operationen vorführt. Für mich ist er einfach nur ein Wissenschaftler. Ja. Was hat Matthew mit Operationen zu tun? Naja, er ist... Sie haben... können sich glücklich schätzen, dass sie quasi die erste Person sind, die die neue Cybertech Prosthetics-Generation trägt. Und ich schüttel erst mal so... Ich befürchte, ich verstehe nicht ganz. Das ich habe ihn holen lassen, er kommt sofort, dann kann er das selber erklären. Na und beruhigen Sie sich erstmal. Schaue so an mir runter und murmel so ein bisschen so vor mich hin. Das hat doch alles nichts mit dem zu tun, woran wir arbeiten. Und sie guckt einfach so unten und die Beine fangen auch langsam an, halt ja. Dieses Fleisch zu entwickeln. Was ist das für eine Technologie? Sowas? Das und, ist das, woran Mr. Parrish gearbeitet hat. Aber er erzählt mir doch manchmal von seiner Arbeit und über so etwas hat er noch nie geredet. Es ist top secret. Ich verfolge so ein bisschen wie... Die Frau guckt dich jetzt auch irgendwie so an, als ob das irgendwie so schaut so auf deinen Arm, auf die Beine und so. Und ja. Du merkst irgendwas, so ein leichtes Flirren in der Luft, so dass sich so auf dich drauflegt. Das macht dir das Atem ein bisschen schwer. Und du merkst halt irgendwie so, es ist irgendwas ist in diesem Raum und irgendwas belastet dich gerade. Ich halte dann halt auch so meine Hand an meine Brust, an meinen Hals und so. Und man merkt, dass ich so ein bisschen Schwierigkeiten habe zu atmen. Und regeltechnisch ist es dieser Augenblick, wo dann das permanente Paradox anschlägt. Ja. Das wird Rachel jetzt immer so gehen, Zeit ihres Lebens, wobei sie die Prothesen trägt, dass sie immer das Gefühl hat, dass das, was sie ist, quasi jetzt nicht dahin gehört, wo es ist, nämlich in der Realität. Und es löst einmal ein leichtes, es zieht sich ein leichtes Kribbeln über den prothetischen Arm und über die Beine. Und ich versuche halt irgendwie so, da wo es kribbelt, irgendwie so ein bisschen zu kratzen, um das Gefühl wegzukriegen, aber es tut sich halt einfach nichts daran und nur, dass ich für so eine ganze Weile einfach überall so komisch dran fasse und rumkratze und auch ziemlich unruhig da auf dem Bett sitze und was ist das für ein komisches Gefühl überall? Komisches Gefühl? Beschreiben Sie es. Es juckt und brennt und dann wieder nicht und dann ist es ein ganz dumpfes Gefühl und ich habe das Gefühl, ich kann nicht richtig atmen.
Sollen wir sie an die Atmung anschließen? Oder geht's? Ich weiß es nicht. Und versuche halt so ein bisschen einfach tief Luft zu holen. Ja, es war so, es geht, aber es ist, fühlt sich ja, so ein bisschen an, als hättest du ständig halt irgendwie so ein Gewicht auf der Brust. Ja, ja. Ist wahrscheinlich eine Gewöhnungssache. Ist das normale Praxis, sowas einfach so um Menschen zu machen? Nein. Eigentlich hatte Mr. Parrish auch keine Erlaubnis dazu. Das, was sie hier haben, sind neue Prototypen im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Bitte? Ich bin nur die Schwester. Und ich beug mich so ein bisschen vor, einfach so den Kopf in die Hände und so. Das muss alles einfach nur ein schlechter Scherz sein. Im nächsten Augenblick siehst du durch das große Fenster der Tür den Pfleger wiederkommen in Schlepptau mit Matthew. Betritt schnellen Ganges das Zimmer. Rachel, geht's dir gut? Und ich blicke also echt langsam, blicke ich so, was hast du aus mir gemacht? Das war die einzige Möglichkeit, dich zu retten. Du warst zu schwer verletzt, die hätten dich verloren. Beziehungsweise, naja, du hättest ein Leben geführt ohne Arm, Bein und die Hälfte deines Gesichts. So. Ich wusste nicht, dass du in so etwas arbeitest. Faszinierend, nicht wahr? Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert, aber es war meine einzige Möglichkeit. Also war ich ein Versuchskaninchen, ja? Nein. Kein Versuchskaninchen. Eher, naja, das ist noch nicht so richtig getestet. Ich dachte nur, wie gesagt, es ist die einzige Möglichkeit gewesen. Und ich vergrabe wieder so ein bisschen Kopf in meine Hände und schüttel meinen Kopf so ein bisschen. Und hört nur, wie ich halt weiterhin versuche, sehr tief ein- und auszuatmen. Wie fühlt sich das an? Schrecklich. Falsch. Das tut mir leid. Was hätte ich denn machen sollen? Die Vorstandsetage hat gesagt, ich soll das nicht tun, Menschenversuche und so. Ich weiß es nicht. Zu sagen, dass ich nicht hätte leben wollen, das wäre ein sehr gelogen, aber... Funktioniert alles? Weiß es nicht. Ich würde mal versuchen aufzustehen und so ein paar Schritte zu gehen. Es hat sich am Anfang halt schwer angefühlt, aber je mehr du jetzt das betrachtet hast, gerade auch als sich die Haut drüber gebildet hat, desto normaler wird es und auch als du irgendwie versucht hast, halt irgendwie Gefühle dann rauszukriegen. Ja. Du kannst, stellst dich halt auf und versuchst so drei, das Gehen fällt einem erst ein bisschen schwer. Ja, so ein bisschen. Du merkst aber auch schon, dass du unglaublich Kraft in den Beinen hast, potenziell zumindest. Also du musst dich zurückhalten. Mhm. Als du den ersten Schritt machst, merkst du halt wie... Ja, also ich einfach so ein bisschen übersteuere quasi. Ja, es fühlt sich ein bisschen an wie ein Muskelkater, wenn man halt so viel... Ja. Und dann, ich gehe so ein bisschen ein paar Schritte hin und her. Ja, er versucht halt so neben dir zu laufen und wenn du umfällst, würde er dich auffangen. Es fühlt sich alles so falsch an. Aber funktionieren tut es, glaube ich.
von dieser schützenden Haltung fällt er dann so und umarmt dich. Ich hätte gedacht, ich verliere dich. Was ist eigentlich mit dir? Du bist in Ordnung, oder? Ich habe nichts abgekriegt, außer ein paar blauen Flecken. Der Truck hat dich getroffen. Mit voller Wucht. Und was ist mit dem Fahrer passiert? Ich weiß nicht, ich war bewusstlos, bis uns die Sanitäter aus dem Auto rausgeschnitten haben. Man hat keinen weiteren Fahrer gefunden. Vielleicht ist er weggelaufen, Fahrerflucht. Aber so wie der uns reingecrasht ist, muss doch auch bei ihm Der Truck war Schrott, ja. Zumindest sagten sie das. Ich hatte noch nicht wirklich die Zeit, mich darum zu kümmern. Ich musste ja... Nun, schaut so an dir hoch und runter. Und, ich, hau dem so ein bisschen gegen die Schulter, übersteuer da wahrscheinlich auch ein bisschen, das ist ein bisschen zu fest, also fester als ich gedacht habe. Warum hast du mir eigentlich nie erzählt, dass du operierst? Ich dachte... Hä? Das ist geheim. Weißt du? Also bist du kein Doktor? Doch. Irgendwie schon. Irgendwie schon. Ja. Das sind meine Erfindungen. Wir haben doch ein wenig aneinander hergelebt, habe ich das Gefühl. Ich dürfte nichts sagen. Wir waren ja auch noch eigentlich gar nicht fest liiert, weißt du? Wenn wir verheiratet gewesen wären, hätte ich dir vielleicht was sagen dürfen. Vielleicht? Die Chefs. Ich kann auch nichts dafür. Sie lassen mich in Ruhe forschen und ich habe das Schweigepapier unterschrieben. Wenn ich was sage, schmeißen sie mich raus. Bin ich jetzt auch so eine Gefahr? Darf ich jetzt auch so eine Schweigepflicht unterschreiben? Da habe ich mich noch gar nicht drum gekümmert. Ich denke, du kriegst später noch Besuch oder so. Wenn sie davon mitkriegen, dass es funktioniert hat. Ist das hier auch alles Teil von unserer Firma? Ja. Ein Teil meines Laboratoriums. War Rachel schon mal... Ist halt Zugangsverbot und so, also okay. Für Sicherheitsstufe. Okay. Stellst dir ein bisschen so vor, dass Rachel halt in dem kommerziellen Bereich der Firma gearbeitet hat und er ist halt im Top-Secret-Bereich. Ja. Mhm. Dass das alles so an einem vorbeiläuft, wenn man hier arbeitet. Naja. Einige der Innereien, die Arme und Beine, hast du gefertigt, denke ich. Zumindest grob. Glaube, das hätte ich doch gewusst. Das sah alles... Naja, die Basis sind wirklich normale Prothesen. Ein bisschen verbessert halt. Ja, ich... bin immer noch so, mittlerweile habe ich wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr Feingefühl so in meinen Bewegungen an den Händen. Er sagt, die eine Hand ist ja normal, die andere ist halt... Ja, so. Ja, ja. Und sowas soll irgendwann einmal frei verfügbar sein? Das ist mein Traum und wenn es jetzt funktioniert, dann... Naja, sie haben immer gesagt,
das ist nicht serienreif und nicht testenswürdig und ich müsste mehr forschen und mehr Papiere bringen und mehr kleine Versuche machen und jetzt können sie es endlich nicht mehr unterdrücken. Warum sollten sie es denn unterdrücken? Ich meine, wenn das ein Prototyp ist, dann ist das doch ein Durchbruch. Ja, ist es. Stell dir vor, wie viele Leute mir heilen können damit. Nie wieder müssen Leute, die... Sie können so viel Gutes tun. Das ist das erste Mal in der Zeit, wo Rachel so ein klein wenig lächelt. Also, ja, Gutes tun kann man damit mit Sicherheit. Aber ich bin noch etwas müde. Ist das okay, wenn ich mich noch etwas hinlege? Das ist alles ein bisschen viel. Klar. Ist ja gerade erst zum ersten Mal aufgewacht. Leg dich wieder hin. Willst du was zu essen? Ich hol dir was. Ich habe keinen Hunger, nein. Was zu trinken? Ja, ich glaube, einen Fernseher hier rüberholen oder ein oder sowas. Wenn das geht. Dein Telefon ist leider kaputt gegangen. Ja, muss wohl ein neues her. War sowieso schon so eine alte Krücke. Und ist wahrscheinlich dann doch so, ich schaue dann so in die Blumen und sehe dann wahrscheinlich auch die Karte, die da drin ist. Und ja, wird mir dann halt, ne? Wird mir die trotzdem ganz gerne mal anschauen. So einfach so aus Interesse, was er denn da dachte, mir in die Karte zu schreiben. Ja, ist so eine relativ generische Get Well Soon Karte mit so Teddys drauf und so. Ja, ich lache da schon so ein bisschen über. Dann lasse ich dich jetzt erstmal in Ruhe und hol dir noch vielleicht was zu trinken, wenn du später was brauchst. Und du kannst immer nach der Schwester rufen. Und okay. Ich werde dann deinen Vorgesetzten einmal sagen, dass alles funktioniert hat und er kriegt so ein leichtes Kieksen in seiner Stimme. Ja, offensichtlich ja auch aufgeregt, was das angeht. Also ich hoffe. Ich komme so schnell ich kann wieder. Okay. Und ich atme nochmal so tief durch und leg mich dann aber wieder zurück und lege also ein bisschen meinen Arm über meine Augen, um einfach erstmal alles auszublenden. Den bionischen Arm. Ja. Okay. Jetzt gerade den bionischen Arm. Aus Gewohnheit, weil halt rechts. Ja. Okay. Ja. Dann kannst du dich ein bisschen ausruhen. Die Schwester wird irgendwie, also Matthew wird dir erstmal noch was zu trinken bringen und irgendwie so ein, ja, keine Ahnung, was zum Lesen. Vielleicht so ein Kindle-Ding. Ja. Ja, die Schwester kommt dann irgendwann, wird den Verband irgendwie lösen wollen vom Gesicht. Mhm. Wollen sie, also zieht sie erstmal so den Verband so hoch, siehst dann so ein überraschtes Gesicht. Was ist mit meinem Gesicht? Und ich mache auch schon so ein bisschen nichts. Ich mache dann auch so ein bisschen einfach so Anstalten, mein Gesicht zugreifen. Überlege es mir dann aber doch erstmal noch anders und lass es erstmal bleiben. Dann nichts. Zwinker ich. Nichts. Im Gegenteil, alles in Ordnung. Wollen Sie einen Spiegel? Ja, bitte. Ja, läuft nur mal kurz raus, kommt mit seinen Handspiegel wieder und dann kannst du sehen, irgendwie, dass der die Hälfte vom Gesicht halt so übers Auge und Ohr halt auch auf diese Weise vercybert ist. Mhm. Sieht so ein bisschen aus wie Bienenwaben, die sich da irgendwie drüber ziehen. Mhm. Es fängt sich aber auch schon an, Haut zu bilden. So wie überall anders. Ja. Und vor allen Dingen das eine Auge ist halt komplett vercybert. Also man ja. sieht, das ist halt definitiv nicht echt. Okay. Sieht so wie so ein Robotik-Terminator-Auge aus.
so einen leichten blauen Schimmer drin. Und also wirklich so, in der, während sich das dann so die Haut drüber bildet, würde ich das gerne einfach anfassen, wie sich das anfühlt, so in der Zeit, wo das so drüber wächst. Das scheint so, irgendwie so eine Art Illusion zu sein, weil das fühlt sich anders an. Aber dass das Auge bleibt, das erstmal bleibt typisch. Das so, ja. Erstmal bleibt das wie ein Cyberauge. Ja, vielleicht braucht es länger oder gar nicht, wer weiß. Ich frag mich echt, was für eine Technologie das ist. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und vielleicht sollte ich meine Frisur überdenken. Ja. Ja, stimmt. Die eine Stelle ist ein bisschen kahl rasiert jetzt. Es wird ein Weilchen dauern, bis das nachgewachsen ist. Du kannst einen guten Undercut machen. Sidecut eher wahrscheinlich. Sidecut, ja. Aber das nächste, was passieren wird, ist, dass du zur Seite klickst, vielleicht irgendwie anfangen willst zu lesen oder so, um dich abzulenken. Und dass deine Sicht sich trübt. Okay. Du siehst irgendwie, du siehst diesen Kindle in deiner Hand und du siehst irgendwie durch das Ding hindurch, du siehst die einzelnen Atome des Kindles, die Plastikteile, wie sie zusammen sind, wie sie zusammenhalten. Du siehst den Strom, der da durchfließt, an welchen Ecken er kommt und wo er sich verbindet. Du siehst die Prozessoren, die dran sind, wie sie arbeiten. Na, in dem Augenblick drehe ich das so ein bisschen umher und kneife erst mein linkes, dann mein rechtes Auge zu. So. Ja, wenn du das rechte Auge zukneifst, dann ist halt ganz normal Kindle. Ja, ja. Cyber-Kindle. Cyber-Kindle. und dann Und kannst mal kurz Arete plus Materie würfeln. Okay. Weil das ja gerade ein Zauber ist, den du da machst quasi. Zwar noch unterbewusst, aber immerhin. Ja, zwei Erfolge. Ja, kannst du ohne Probleme dann. Also. Wow. Ja, und blickst dich um und siehst halt auch das Bett. Du siehst die Struktur des Bettes, aus welchen Materialien das zusammengesetzt ist. Siehst das Fenster, die Wand, alles, wie es genau, du weißt ganz genau, wie das gebaut wurde. Du kannst es, ja, kannst quasi spüren oder ansehen, wie die Sachen zusammengesetzt sind und welche Materialien das sind. Und vor allen Dingen, wenn ich mir halt das Bett ansehe, dann denke ich mir nur so, ew, hätte man aber auch besser reinigen können. Ja, also organische Sachen kannst du nicht sehen. Also du kannst du kannst die Stoffe halt sehen, die einzelnen Stoffe. Ja, aber wenn ich halt sehe, dass da an einer bestimmten Stelle zum Beispiel viel Schwefelsäure, irgendwas sowas da, und dann so, da war mal was drauf, was da nicht drauf gehört. Ja, okay, das wirst du definitiv wahrnehmen können, ja. Aber ich würde vor allen Dingen versuchen, irgendwie so zu blinzeln, dass ich das halt nicht mehr sehe. Also kann ich das irgendwie beeinflussen, weil... Du denkst dir selber, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Zack, ist es weg. Ja. Okay. Da muss ich mir dafür aber auch nochmal nachfragen. Wo es dann nicht mal, dass sowas überhaupt möglich ist und dann in einer Implantat. Und ich massiere so mehr oder weniger meine Augen. Ich meine, das halbe Auge kann ich nicht wirklich massieren, aber es ist so, trotzdem so dieses, das wird eine ganze Weile brauchen, bis ich mich daran gewöhnt habe. Aber
irgendwie finde ich das Ganze ja schon ziemlich cool, weil immerhin ist das ja meine Firma, die das gemacht hat, ja. Das heißt, ich bin ja quasi auch Teil davon, ja. Das ist ja eigentlich alles schon ziemlich cool. Und Matthew hat da gesagt, dass du sogar Teile des Armes da ja selber gebaut hast, wahrscheinlich. Ja, ja. Kannst ihn halt auch angucken mit diesem Blick und kannst halt auch genau sehen, wie das verbaut ist. Oh, das ist tatsächlich keine. Dann würde ich tatsächlich, glaube ich, mal versuchen, meinen Arm nach Teilen, die ich gebaut habe, abzuscannen. Ja. Also du wirst auch so Teile finden, was du halt eigenartig findest. Du kannst halt die Stoffe halt ja genau sehen und die Kräfte, die da durchfließen. Mhm. Was du wahrnimmst, ist diese Linien, die sich über die Haut gezogen haben am Anfang. Das ist irgendeine Energie, die du wahrnimmst, eine Kraft, die in diesem Arm oder in den Beinen halt drin steckt, die du nicht wirklich zuordnen kannst. Das ist keine Elektrizität, das ist irgendeine Art Energie, da kannst du das irgendwie sehen, aber was das genau ist, keine Ahnung. Und das scheint das Ding irgendwie anzutreiben. Also jedes Mal, wenn du den Arm irgendwie bewegst, bewegt sich diese Energie in dem Arm. Das ist nichts Hydraulisches, nichts Magnetisches, nichts Elektrisches. Nee. Also auch was ganz anderes als das, womit ich gearbeitet habe. Ich nehme mir vor, Matthew da sehr drüber auszufragen, sobald ich hier in die Gelegenheit dazu komme. Ja, die nächsten paar Tage wirst du hier verbringen in diesem Zimmerchen mit, aber Matthew wird ein paar Mal wiederkommen und wird dir Fragen beantworten können. Was möchtest du ihn fragen denn? Vor allen Dingen, womit das angetrieben wird. Ja, das ist so eine Sache. Also ich habe ja geforscht und ich habe diese Energieform entdeckt, die allen möglichen Dingen innewohnt. Weißt du, ich habe sie in allem gefunden, in Steinen, in Stahl, in Blumen, Pflanzen. Überall ist sie drin. Und ich habe eine Möglichkeit gefunden, sie zu extrahieren und zu bündeln, nutzbar zu machen. Ich nenne sie Quintessenz. Ein sehr philosophischer Name, wenn ich das mal so sagen darf. Ist ja nur so ein Work-in-Progress-Titel. Hast du einen besseren? Spontan nicht, nein, aber ehrlich gesagt finde ich die Idee von Energie in Steinen und Blumen ein wenig. Nee, stell es dir weniger als Energie vor, eher so als, Quintessenz. Ja, das, was die Dinge ausmacht. Und ich habe einen Weg gefunden, es für mich arbeiten zu lassen, weißt du? Das. Oder für dich in dem Fall. Aber ist sowas nicht ein riesiger Durchbruch? Müsste sowas nicht... Ja, ist es. Ich hätte nie gedacht, dass es funktioniert. Warum ist sowas da doch nicht groß in den News? Wenn man aus allem möglichen Energie schöpfen kann, das kann doch alle Probleme, was Energiegewinnung in dieser Welt angeht, lösen, oder nicht? Ja, das stimmt. Aber? Der Prozess ist schon ziemlich aufwendig. Also, es hat das ganze letzte Jahr gebraucht, bis ich genug Energie zusammen hatte, um diese Prothesen da zu bauen. Muss das irgendwann einmal neu aufgeladen werden? Ich denke nicht. Solange du es nicht entlädst. Also, geht sowas denn? Ich könnte mit schwierigen Prozessen dir die Energie natürlich wieder rausziehen. Dann wären sie weg. Dann müsste man es wieder aufladen. Aber du selbst solltest das eigentlich nicht können.
Worin wird diese Energie geleitet? Sind das einfach nur irgendwelche, ja, ich weiß nicht. Ist das irgendeine bestimmte, irgendein Ich bestimmtes habe Material oder ist das alles eine diese Energie Legierung selber? gefunden, die sehr, ja, sehr dehnbar ist. So ein, stell dir eine Art, naja, Stoff vor. Ein gewobener Stoff. Sehr leitfähig für diese Art von Quintessenz. Bildet die Grundlage der Muskulatur für den prothetischen Arm. Wow. Das ist. Ich nehme an, in der Zeit kamen noch keine großen Chefs und sowas auf mich zu, um mich auszufragen. Ja, die werden halt zwischendrin dann auch irgendwann kommen Okay. und dir klar machen, dass du quasi jetzt der Firma gehörst. Zumindest deine Arme, deine Beine, deine. Ja, also die Prothesen gehören der Firma. Ja, also das sind auch irgendwelche, das sind so Geldsäcke, die hast du vorher halt auch schon mal gesehen. Bürokraten. Mit denen Also, okay, ich habe das musstest du schon dich auch schon mal gesehen. Okay. auseinandersetzen, wenn du irgendwelche Okay, Gelder also, beantragt ja. hast oder so. Gut, aber das sind jetzt auch nicht irgendwelche Leute, die irgendwie verdeckt oder sowas arbeiten. Okay, Nee, die wenn hast ich du schon mal erkenne, das. gesehen. Die sind Ja, halt ziemlich. wenn die mir das so sagen, schlucke ich natürlich erstmal extrem, weil mir wurde ja gesagt, dass diese Dinge Milliarden Dollar wert sind. Auch wenn ich nicht erwähnt habe, dass. Matthew erzählt dir vorher, dass er ziemlich einen drüber gekriegt hat, weil das ja nicht genehmigt war, das irgendwie zu verbauen. Und dann, ja, die anderen werden dir dann so zu verstehen geben, dass, ja. Nun, wenn wir das jetzt schon verbaut haben an Ihnen, Miss Klein, dann müssten wir da jetzt ausgiebige Tests machen. Also bin ich doch das Versuchskaninchen. Und bedanken Sie sich bei Ihrem Arzt. Lässt du den Kopf hängen und steht so in der Ecke rum. Wissen Sie, Frau Klein, unsere Firma arbeitet nicht nur auf dem medizinischen Sektor. Die Gelder, die in diese Forschung geflossen sind, kommen alle vom Verteidigungsministerium. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Also bin ich quasi gerade eine Waffe. Nein, das ist auf niemals. Ich wollte niemals Waffen bauen. Sitzt Matthew auf. Der andere macht so eine Geste, sagen Sie mal, sei ruhig. Waffe würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Eher. Nun ja, ein verbesserter Soldat. So würden es unsere Geldgeber vielleicht bezeichnen. Zumindest war die Forschung in diese Richtung angedacht von uns. Nein, war sie nicht. Ich wollte immer damit nur Kranke heilen. Sie haben mir versprochen, dass es nicht als Waffe. Könnten Sie den Arzt bitte entfernen? Ich unterhalte mich mit Frau Klein. Wie auch immer, ich bin kein Soldat und habe auch nicht vor, einer zu werden. Darüber reden wir noch. Sie können natürlich sofort sagen, dass Sie das Ganze nicht möchten. Dann entfernen wir die Teile natürlich sofort wieder. Sie würden sie Und umbringen! Er hängt noch so halb in der wollte Tür. gerade sagen und mich dabei einfach sterben lassen. Und Sie müssen einsehen, dass die Bauteile, die wir hier verplant haben, mehrere Milliarden Dollar kosten und die wir nicht einfach so abschreiben Und können. ihr hattet nie vor, die wirklich zu benutzen, von dem, was ich gehört habe. Zumindest zuerst nicht, bis sie ausgereift sind. Nein. Ich hätte Und niemals wie gedacht, hättet ihr dass wissen Matthew es sollen, dass. schafft, einen Durchbruch zu machen. Aber wenn ihr sie nie hättet benutzt, hättet ihr auch nie erfahren, ob sie ausgereift gewesen wären oder nicht.
seine Projekte waren noch nicht in der Phase, in der wir damit gerechnet hatten, dass es Ergebnisse gibt. Ich drehe mich um und sage, dass ich jetzt erstmal nichts mehr mit denen zu bereden habe. Ich habe mit dem Verteidigungsminister telefoniert und er ist sehr interessiert an Ihrer Person, Miss Klein. Ich habe gesagt, wir haben jetzt gerade erstmal nichts mehr miteinander zu bereden. Ich lasse Sie gerne ein Weilchen ausruhen. Vielleicht müssen Sie sich erstmal wieder akklimatisieren. Wir kommen auf Sie zu. Ja, und dann werde weiter von ihm weggedreht. Geht er raus und dann draußen siehst du durch dieses Glasfenster nochmal so, wie der Matthew sich total mit ihm streitet. Hört man aber nichts, es sei denn, du möchtest wieder versuchen, alles zu hören. Nee, ich glaube gerade nicht. Ich muss gerade erstmal. Und man sieht halt, dass er von den, der Typ hatte so einen Bodyguard mit, dass er davon dann ziemlich rumgeschubst wird, der kleine Matthew. Okay, das ist, glaube ich, der Augenblick, in dem ich rausgehe und einschreiten würde. Mhm. Also der drückt den halt so irgendwie so gegen die Wand. Irgendwie. Ah. Matthew ist am Toben so, das können Sie nicht tun! Und der andere so, beruhig dich, Jungchen. Ja, okay, wenn es nicht wirklich irgendwie gewalttätig wird, dann eventuell nicht. Ja gut, der schiebt ihn halt zurück und presst ihn halt so, ne, beruhig dich gefälligst, so gegen die Wand. Schon sehr ruppig. Ah ja, doch, ich glaube, das ist der Augenblick, wo ich dann auch das Zimmer verlassen würde und diesen Bodyguard mal ein wenig ruppig gegen die Wand drücken möchte. Mhm. Gut. Dann mach doch mal Strength und Brawl. Und da darf ich jetzt auch wegen... Kannst deine Prothesen aktivieren, gerne, ja. Okay, so, was muss ich jetzt alles würfeln? Wenn ich die aktivieren will, muss ich dann noch irgendwas machen? Ja, würfelst du 5 Würfel? 5 Würfel, genau. Ja. Erstmal. Das sind 3 Erfolge, das heißt, du kriegst 3 Paradox. Okay. Und ja, hast jetzt quasi deinen Stärkewert verdoppelt. Kannst jetzt nice. Da 6 Würfel plus Brawl. Also 7 insgesamt. Erstmal meine Paradox aufschreiben. Ah, oh, schlecht gewürfelt. Ja. Kannst du mit Willpower nehmen? Kannst du 3 Würfel neu würfeln? Wenn du magst. Ach ja, komm. 3 darf ich neu würfeln, hattest du gesagt? Bis zu 3 Würfeln, ja. Ja. Oh, 2 Erfolge mehr. 3 Erfolge. Nee, eine 2. Ah, nee, ach so, okay, hat bei mir noch nicht angezeigt, naja. Okay, ja, dann beschreib mal, was du mit diesem Bullen von Mann, der dir irgendwie 2 Köpfe größer ist, so also ein typischer Bodyguard-Türsteher-Typ. Okay, ja, ich stapfe einfach auf den zu. Ich sehe wahrscheinlich unglaublich angsteinflößend aus mit meinen Klamotten. Ich nehme an, ich habe auch so einen wunderschönen Kittel an. Krankenhaus-Kittelchen. Ja. Einfach an dem vorbei, packt den so an der Schulter, dann so Händchen weg von meinem Verlobten und will ihn wirklich so einfach so mit voller Wucht einfach so gegen die andere Seite von dem Gang drücken. Ja. Sag mal, hoch oder tief? Hoch. Hoch. Tief. Ja, dann hast du deine Stärke ganz, tatsächlich. Ganz kurz, eine kleine Sache, die mich gerade wundert. Bei mir auf dem Bildschirm ist das eine 10, aber unten eine 4. Nee, bei mir ist eine 4. Scheint irgendwie dann nur hier was Komisches anzuzeigen. Aber hätte ich ja insgesamt auch 6 Successes und nicht 5 gehabt, weil bei mir
steht genau, geschrieben 3-3. Ja. Aber du hast gesagt, ich habe nur zwei mehr als davor. Ja, stimmt. Ja, das war komisch. Ja. Egal. Egal, reicht, okay. Reicht so, ja, oder so. Ja, ja. Sehe ich jetzt auch gerade. Komisch. Gut, also mit Niedrig, du hast ein bisschen unterschätzt, wie stark du bist. Wolltest den Kerl einfach nur so rumreißen und gegen die Wand drücken. Mhm. Das, was tatsächlich passiert, ist, du reißt ihn natürlich rum, der muss Matthew loslassen, und du drückst ihn gegen die Wand und in die Wand rein. Also die Wand ist so ein, ist halt Gott sei Dank nicht gemauert oder so, sondern ist halt so eine, ja, so eine, so mehr oder weniger so eine, wie nennt man das? Ich weiß, was du meinst, ich weiß gerade auch nicht, wie es heißt. Ja, also so eine Holzverkleidung. Ja, ja, ja. Ja, und du drückst ihn da quasi gegen und quasi durch die Wand durch. Es gibt halt lautes Knack, Knuck und ja, das tut ihm ordentlich weh. Und der stolpert halt hinten durch diese Wand durch und es ist halt in dem Zimmer, was dahinter war, das ist irgendwie so ein Labor. Irgendwie dann fällt hinten über. Okay, ich ziehe die Hand dann wieder so zu mir. Regipswand, so. Genau, dankeschön. Regipswand. Und schau halt mit großen Augen dahin und das wollte ich nicht. Das sollte in Fenster eingezogen werden. Ja. Ja, der rappelt sich wieder auf und richtet sich so irgendwie die Krawatte. Und dann Matthew im Hintergrund: Ja, genau, lass mich in Ruhe. Und ich schaue so ein wenig ängstlich noch meinen Arm an. Da siehst du halt durch die Haut, durch diese blauen Linien, die sich da ziehen. Das ist also das, was diese Art von Technik für das Militär so interessant macht. Ich sehe, wir verstehen uns, Miss Clyde, Klein. Verstehen ist, glaube ich, ein großes Wort in dieser Situation. Ja, schaust du auch auf Matthew, der steht mit so einem Sorry-Blick in deiner Richtung. So, das wollte ich nicht. Wie gesagt, lassen Sie Matthew in Ruhe. Und wir sprechen uns noch. Dreht sich um und der Bodyguard quetscht sich so auch so durch die in seiner Form in der Wand hinterlassen. Macht so ein bisschen so in deine Richtung und geht halt an dir vorbei. Ja, und die verlassen halt den Trakt. Ja, Matthew kommt zu dir rüber, schiebt dich so zurück ins Krankenzimmer. Ja, dass auch das, meine das war, Schultern so ein bisschen nicht hängen. Ehrlich nicht, ich habe nicht gewusst, dass die Forschungsgelder vom Pentagon kommen. Ja, aber scheint ja genau das zu sein, was sie wollen. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ich lass mir was einfallen. Ruh du dich aus, ich muss noch mal ins Büro und dann, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich komme gleich wieder. Okay. Mach das. Verschwinden. Ja. Dann setze ich mich hin und überlege einfach so ein bisschen über my life choices und so. Tja, für die Firma arbeiten oder nicht? Zur lebenden Waffe werden oder nicht? Gleichzeitig aber auch leben oder nicht? Mhm. Ja.
Ja, kommt nach einer gewissen Zeit, kommt er wieder und hat so Klamotten unterm Arm. Ja, schaut sich so verschwörerisch um. Schnell anziehen. Komm mit, ich ab. Wir türmen. Ich, ja. Also ich nehme die Sachen, brauche mal Ich erstmal so. bring dich hier raus und du versteckst dich einfach und dann kriegen sie dich nicht. Okay. Ich wollte schon immer mal Reis aufnehmen von allem. Und dann mache ich so, weil ich so kurz denke, nein, eigentlich wollte ich das nie. Aber dann ziehe ich mich trotzdem um und Wir fahren nach Vegas. nach Vegas. Grinst. Auch gleich noch eine Blitzhochzeit hinterher, ha? Verlobt sind wir ja schon. Das Nötige mit dem Guten noch verbinden. Ja, wie gesagt, dann würde ich mich umziehen, die paar wenigen Sachen, die ich irgendwie hier habe, zusammen. Und, Dennis vorne im Empfang, der schuldet mir noch was. Ich habe ihm gesagt, er soll mal ausgiebig überlegen, ob er seinen Linseneintopf nicht doch auf dem Klo ein bisschen ausführlicher loswerden möchte. Du verstehst, was ich meine. Ah, Rachel lacht darüber erstmal. Okay. Aber bist du sicher, Bist du dass uns die uns bei? nicht irgendwie tracken können? Also, na, ich würde halt mit dir mitlaufen. Ist ja jetzt irgendwie einfacher. So. Ja. Ja, der führt dich so irgendwie so ein Ja. paar Windungen und Wendungen. Das sind halt so auch so Sicherheitsschleusen oder so, aber er hat halt überall Zugriff. Ich habe die Kameras alle abgeschalten lassen von Dennis. Wir kommen durch. Okay. Ich bin dann, ja, ich blick mich schon so ein bisschen neugierig her, hin und her, so was ich hier alles so sehe an Labor und sowas an der Art, aber ich würde Du dem siehst halt auch natürlich so folgen. Tanks, wo halt so, ja, so ganze Unterkörper aus diesen Prothesen, die du hast, irgendwie so in so einem Wasserding schleben. Oder so Arme halt irgendwie in so einem Ja. Stasisfeld herumfloten. Ich glaube, ich würde dann so ein, zwei Mal auch so 2, 3 Sekunden stehen bleiben, um mir das anzusehen, bevor ich dann wahrscheinlich wieder weitergezogen werde. Kein Wunder, dass du mir nie erzählen konntest, wie das hier aussieht. Ja, müssen links. Nicht durch die offene Tür, durch die Nebentür. Okay, ich lasse mich einfach an so von ihm weiterziehen. Dann kommt ihr an so eine Wand, quasi so ein Dead End, so mehr oder weniger ein Schrank, wo so Besen und sowas irgendwie. Okay, bis hierhin. Diese Wand muss weg. Dann sind wir draußen. Sie ist nicht dick. Genau. Das, nach dem, was ich da eben gesehen habe, schaffst du das. Du willst jetzt, dass ich die kaputt mache. Komm schon, wir haben nicht viel Zeit. Okay. Dann ich überlegen. Kann ich da auch mit Meta irgendwas? Ja. Kann ich die Wand zum Beispiel in irgendwas, was so eher wie Glas leicht zerbrechlich ist oder sowas ändern? Ja, vielleicht kannst du die Wand zum Beispiel in Papier verwandeln, das ginge ja. Oder sowas, ja. Oder in Holz. Ich glaube, Papier oder so wäre mir tatsächlich lieber. Ja, Papier ist wahrscheinlich schwerer als Ist ja schwieriger, das ja. stimmt, das stimmt. Als Aber ich weiß nicht, müsste nicht theoretisch Glas oder sowas auch aus Stein einfacher sein? Weil im ja. Endeffekt ist Glas ja auch gebranntes
gebrannter Sand. Und je nachdem, ob es jetzt Zement ist oder sowas, in Zement ist ja auch Sand drin. Ja, ist schon eine ziemliche Sache, die du da vorhast, aber kannst du ja mal versuchen. Wie machst du das? Ich würde erstmal so denken, so hey, vielleicht wenn ich das scanne, kann ich irgendwelche Schwachpunkte oder sowas sehen. Ja. Und möglicherweise so währenddessen, wo ich mir denke, boah, irgendwie muss es noch einfacher gehen, passiert da irgendwas und ändern sich die Sachen einfach. Und man sieht halt irgendwie so, dass vielleicht auch wirklich so, dass es so aussieht, als würde so vielleicht auch von meinem Auge aus halt so wie gesagt, wirklich so ein Scan von oben nach unten gehen und in der Zeit ändert sich das halt einfach. Also ich denke mal, die Schwierigkeit ist 3, weil das schon ziemlich krass ist. Lass du dir Zeit, würde ich sagen. Ja, nur so Damit. viel Zeit, wie Matthew auch jetzt sagt, Ja. dass es geht. Und ja, da leuchtet so eine kleine Funzel an, wenn du die Elektrizität aus diesem Ding rausziehst und die benutzt, dann gebe ich dir 2 extra Würfel plus Arete Okay. plus Meta. Also wenn Und ich was drei von. Erfolge brauchst du. Okay. Dann versuche ich das mal. Irgendwo so zwischendrin habe ich einfach so dieses Gefühl, mir fehlt irgendwas an Energie. Und das Erste, was mir halt irgendwie in den Sinn kommt, ist einfach das nächstbeste elektronische irgendwie quasi kaputt zu machen, um da einfach an diese Elektrizität ranzukommen. Ja, das ist Kann ich Pfeil da auch für noch mal Willpower. will? Ja, Ja. dann versuchen wir das einfach noch mal irgendwie. Ne. Das ist so gemein, dass auf meinem Bildschirm 866 steht, ne? Bei mir steht 112. Und die Ach, Zuschauer sehen auch ja. 112. Ja, Ja, nee, kann man halt nichts machen, ne? Aber ja. dann bekommst du ja, das Paradox in Höhe von der höchsten Sphäre, die du benutzt hast. Ja, zwei. Und es funktioniert nicht aus irgendeiner Art und Weise. Irgendwas wehrt sich dagegen, dass du diese Wand in etwas anderes verwandelst. Du merkst wieder dieses Ding, was sich auf die Brust legt. Es wird schwerer. Und deine Arme werden schwerer. Na gut, dann muss ich es halt doch versuchen, normal mit dem Angreifen. Ich sehe schon, wenn ich jetzt auf meine Implantate würfle, dass ich da jetzt nur noch Erfolge Dann würfle. würfel mal, wenn du sie benutzt, dann. Ja, dann krieg ich noch mehr Paradox, heißt, morgen darf ich überhaupt nicht mehr zaubern. Ja, wer weiß, was da dazwischen noch alles passiert ist, zwischen heute und morgen. Na komm. Zwei Erfolge, das war. Nee, drei. Drei Erfolge. Drei. Drei Paradox. Aber dann darf ich noch mal mit 7 würfeln, um die Wand einzuschlagen. So Gott, eines. immerhin einer, aber das reicht. Hättest auch einfach ohne die Cybernetic ausprobieren können. Hättest du Ärgerlich, na gut. nur 3 Würfel, die 4 Würfel gehabt. Na. Das, ja, 4, 4, 5, 10, dann hätte auch geklappt, ja. Naja, gut, aber es klappt auf jeden Fall. Du schaffst es, die Wand zu durchbrechen und euch Platz zu schaffen, und ihr flieht in die Nacht hinaus, weil an dieser Stelle des Gebäudes gibt es auch keinen Zaun außen mehr oder sonst irgendwas. Und ja. Ihr lauft quasi in die Dunkelheit hinein, erstmal ins Apartment von dir oder von Matthew, nachdem,
Wo möchtest du hin? Wahrscheinlich zu dir, müssen noch ein paar Sachen holen, ne? Ja. Ein paar Klamotten von mir. Ja, und es vergeht einige Zeit, ein paar Tage, ein, zwei Tage. Ihr reist rüber nach Las Vegas auf, ja, auf so einem Roadtrip mit dem Auto und mietet euch ein, ja, in irgendeinem Casino-Hotel ein. Ja, und eigentlich geht es ganz gut. Irgendwann habt ihr die ganze Sache mit der Firma schon wieder vergessen. So, also halbwegs irgendwie. Wirklich vergessen kann ich ja zumindest meine Cyberimplantate ja nicht so wirklich. Ja, so die. Es fühlt sich momentan so ein bisschen an. Also am Anfang fühlt es sich halt wirklich nach Fliehen an. Und ihr habt auch dafür gesorgt, dass ihr keine großartigen Spuren hinterlasst, so mit Handys und sonst irgendwas. Jede Polizist, den ihr gesehen habt, hat irgendwie ein komisches Gefühl im Magen verursacht. Aber jetzt gerade fühlt es sich so dieser schillernden Stadt irgendwie an, als ob, ja, das fühlt sich so urlaubsmäßig an und als ob das alles nicht so richtig real wäre. Irgendwie so die Freude hat ein bisschen wieder die Kontrolle über das Leben gewonnen. Sitzt halt in eurem Apartment hoch oben über Las Vegas, schaut auf diese funkelnde, glitzernde Stadt hinab. Ein toller Ausblick in dem Apartment über eine große Panoramascheibe nach draußen. Und es ist eigentlich schön. Der Zimmerservice hat Wein gebracht. Ja, die Zeremonie wird wohl in ein paar Stunden losgehen. Vielleicht habt ihr ein Kleid besorgt. Mit Matthew hat einen Sicherheit. schicken Anzug an. Ja. Ist nur blöd, dass wir keine Verwandten dabei haben. Ja, schon. Ich würde es nicht mal wundern, wenn mein Bruder irgendwo hier in der Nähe ist. Las Vegas, ja. Aber. Nach dem, was du von ihm erzählt hast, ist das genau sein Ja. Pflaster. Genau. Deswegen. Aber wir Aber es ist besser können ihn so. nicht anrufen. Es ist besser so. Und im Endeffekt brauchen wir auch niemand anderen. Habe noch ein paar Gefallen eingelöst. Wir können irgendwo nach Südamerika absetzen. Brasilien. Was hältst du von Brasilien? Nicht Copacabana. unbedingt. Ah, wenn du das so sagst, hört sich das echt gar nicht so schlecht an. Gut. Doch, klar, Brasilien, warum nicht? Hauptsache raus aus hier. Ja. Man hat mich gewarnt, dass sie schon suchen. Kein Wunder. Mir denkt, wie viel ich wert bin. Und ich schüttel wieder so meinen Kopf. Er tritt so an dich heran, legt so seinen Arm um dich und meint so, du bist noch viel mehr wert, als du denkst. Schleimer. Und ich strübbel ihm so ein bisschen durch die Haare. Mach mal einen Wits und Awareness-Test. Witz und Awareness. Zwei Erfolge, drei Erfolge. Ist schon wieder anderes Drei. angezeigt als Ja. das komische. Obwohl, das ist nur ein Kipp hier unten, deswegen. 8, 8, 5, 4, 6. Ja. Also die eine hier unten, die was ein bisschen aussieht wie eine 2, ist eigentlich eine 8. Gut, dann hast du drei Erfolge. Du wuschelst ihm so durch das Haar, schaust ihm so an und er lächelt irgendwie in so in deine Richtung. Und eigentlich ist das ein ganz ja, schöner Augenblick. Wäre da nicht der rote Punkt, der sich langsam über seine Stirn zieht? Im Augenblick, in dem ich das sehe, versuche ich uns beide irgendwie nach unten zu befördern. Und in dem Augenblick splittert auch irgendwas von der Panoramascheibe, drückst sie nach unten.
Und ja, mehrere Schüsse fallen. Und ja, wahrscheinlich unten irgendwie hinter so eine Couch gesprungen oder Ja, sowas. hinter Couch, hinter Bett, was auch immer, irgendwas. Weg vom Fenster. Und die Schüsse schlagen auch in die Couch ein. Und was kommt jetzt? Irgendjemand feuert auf euch. Erstmal ist irgendeiner von uns dabei getroffen worden. Merke ich irgendwas an Schmerzen? Sehe ich bei ihm irgendwas? Dann guckst du an dir runter, Ja. siehst wohl irgendwie so auf dem einen Arm halt so eine große Stelle auf deinem Arm. Aber das hilft auf dem Cyberarm, wo diese Illusionshaut weg ist. So in Kugelgröße. Wahrscheinlich hat dich da eine Kugel getroffen, was der Arm absorbiert hat. So Okay, richtig, aber ja. funktionieren tut mein Arm Es halt noch so, juckt, ne? ja. Ja. Aber es juckt Der Arm immer. funktioniert. Ja, Und dann, wie schön. gesagt, würde ich halt auch mal gucken, ob bei Matthew alles in Ordnung ist. Ja. Ist der wach? Du hast ihn quasi vor dem Kopfschuss gerettet, aber er hat noch zwei andere Schüsse abbekommen und blutet halt stark aus zwei Wunden am Oberkörper, so auf Herzhöhe. Nicht genau Herz, aber wahrscheinlich. Okay, Und macht so spuckt Blut. Ich suche irgendwas, um erstmal die Wunde, also was auf die Wunde drauf zu drücken, damit er nicht mehr Blut verliert. Und gleichzeitig, ich nehme an, zumindest es gibt da ein Telefon im Raum, irgendwie das Telefon zu kriegen, um einen Krankenwagen, Arzt, was auch immer, hier hinzurufen. Das ist das Erste, was ich mache. Und rede ich halt so, solange er halt noch wach ist und so. Versuch zu atmen, versuch zu atmen. Es wird alles wieder in Ordnung. Wir kriegen dich schon wieder hin. Kommst du aus der Deckung raus, als du zu dem Telefon rüber willst, siehst wieder diesen roten Punkt und dann hörst du wieder dieses Glas splittern. Und Ja, ich vor versuche halt dir so schnell irgendwie wie so im möglich. Teppich halt Ja, eingeschlagene ja. Kugeln. Ja, ich versuche so schnell wie möglich halt irgendwie in Deckung bleibend. Na, kommst zum Telefon rüber. Wie gesagt, dann würde ich halt jemand angeschossen worden, wir brauchen Hilfe hier oben. Und das ist auch so gut wie alles, was ich sagen werde, weil direkt danach würde ich das Telefon wieder weglegen und zurück zu Matthew. Der liegt inzwischen irgendwie also schlaff auf dem Boden. Und es kommt gleich jemand. Aber das ist der Augenblick. Ich nehme an. So ein Schreck erweitertes Gesicht, Augen weit aufgerissen, versucht japsend irgendwie Luft zu bekommen, aber spuckt dabei immer weiter Blut. Wenn ich so halb aus meinem Versteck, beziehungsweise aus meinem Cover rauskomme, sehe ich aus, was für eine Richtung die Schüsse kamen oder so, oder kann Kannst ja ich. mal dein Implantat spielen lassen. Dann machen wir das mal. Einer. Ein Nur Paradies. einer. Du schaust quasi in eine Auge, das normale Auge zu, guckst ganz genau mit dem Cyberauge, was sich inzwischen auch normalisiert hat. Also nicht erkennbar ist mehr als Cyberauge. Okay. Schaust quasi durch diese Couch durch. Du kannst durch die Atomstruktur der Couch hindurchsehen. An der Couch vorbei. Durch das Loch, was die Kugel geschossen hat im Fenster, hinüber zum gegenüberliegenden Gebäude, auf dessen Dach sich der Sniper befindet.
siehst quasi das rote Laserlicht vom Gewehr und siehst oben halt einen, ja, mit einer Kapuze gekleideten Mann, der so ein Hoodie trägt und halt an dem Gewehr ist, sich langsam jetzt erhebt, das Gewehr halt irgendwie schultert, sich irgendwie umguckt. Und mach mal Awareness und Wits. Ja, 3 Erfolge. Dann meinst du, möchte deine Fähigkeiten verstärkt wahrzunehmen, so ein Blitzen in seinen Augen. Cyberware. Also die Augen verändern sich in diesem. Also guckst halt so in deine Richtung rüber und in dem Augenblick siehst du halt in den Augen, dass die sich verändern, genau wie das bei dir auch schon mal gesehen hast. Mhm. Blickst durch die Illusion durch und er hat Cyberaugen. Habe ich das Gefühl, dass er mich auch irgendwie durch die Couch durchsehen kann? Er dreht halt so ein bisschen rum in dem Augenblick, als du ihn ansiehst. Mhm. Und ja, ihr schaut euch von den gegenüberliegenden Gebäuden aus an. Habe ich das Gefühl, diese Person schon mal gesehen zu haben? Sagt dir nichts. Ziemlich stämmiger Mann. 3 Tage Bart. Kurzer militärischer Haarschnitt. Soweit man das unter der Kapuze erahnen kann. Kann ich eventuell hören, dass irgendwie draußen, dass jemand zu unserem Apartment kommt? Weil ich habe ja nach Hilfe gerufen und ich hoffe, dass das, also kann ich vielleicht irgendwie... Ja, du hörst Aufruhr auf jeden Fall, wenn du deine bionischen Ohren anstrengst, hörst du auf jeden Fall, dass die Schüsse haben auf jeden Fall ja auch Aufruhr und dein Notruf auch. Ja. Und wenn deine Sinne dann halt nach draußen streckst, dann hörst du den Typen auf dem anderen Gebäude halt auch sagen, dich kriege ich auch noch. Und dann dreht er sich um und verschwindet in dem Eingang vom Dachgeschoss. Ja, und Frage ist, Minuten später kommen Helfer, können aber leider Matthew nicht mehr retten. Und an dieser Stelle beenden wir für heute das Prelude und schauen, was Rachel dann gegen diese Cyber-Attacken-Männer ihren Ehemann zu retten, also noch nicht, aber ihren Verlobten zu retten, nicht retten, rächen. Oh Gott, ich kann schon nicht mehr reden. Ja, mal schauen, was das dann morgen gibt. Typische Art von Why can't I just have good things sometimes? Das bedeutet Krieg, ja. Ach, das bedeutet Krieg. D-Rex sagt es schon, D-Rex spielt morgen nämlich Rachels Bruder. Und mal gucken, wenn man den noch einschaltet, dann könnt ihr euch morgen mit geballter Energie gegen diese Firma wehren. Ja, schauen wir mal. Rachel ist sehr speziell mit ihren Cyberware. Die anderen Magier sind ein bisschen konventioneller, normaler. Aber sehr cool, finde ich zumindest. Ja, schöne Geschichte. War es so schlimm mit dem One-on-One? Ich finde One-on-Ones immer noch echt schrecklich. Man hat dir aber nichts angemerkt, dass das so gut überspielt. Ja, ich meine... Rollenspielen selber ist halt immer noch dasselbe, aber ich finde es halt wirklich dieses permanent auf Zack sein. Es liegt so viel an einem selber. Ja. Feramin ist total angehypt, ja. Ja, ich gerade gesehen, ja. Ja. Sehr schön. Ja, auch cool, dass ihr zugeguckt habt, so am Samstagnachmittag. ich kann gerade mal gucken, wer da ist. Vor allen Dingen ist es halt auch nur ein Preload von einem One-Shot. Ja, Apricot, Dropfood, Cock Whistle, Commander Root, Combi
Comicola, D-Rex Host Giveaway. Wahrscheinlich sind das irgendwelche Bots. N3TD3V. Also NetDev. Warum habt ihr keine normalen Namen? Positivity Bot und Shamasa war auch da. Genau. Ja. NetDev könnte sein. Internet Developer. Ja, könnte sein. Wer auch immer. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr es später schaut auf YouTube, hinterlasst uns einen Kommentar unten drunter. Ich verlinke auch mal den YouTube-Kanal von Roll4It und die Patreon-Seite von Roll4It, wo ihr, wenn ihr den Game Master Patreon-Perk euch von denen nimmt bei Patreon, dann habt ihr auch Zugriff auf den 5. Edition-Hack von Margus. Den die sich da ausgedacht haben. Ich finde, der ist ganz nett. Basiert auf den Regeln von Vampire the Masquerade V5. Übernimmt eigentlich quasi fast alles, bis auf die Sphären. Und ja, die Prothesen, diese Cyber-Sachen, habe ich mit Leo zusammen ein bisschen selber ausgedacht. Mit auf Grundlage des Mage-Jubiläums, also dieses M20-Regelwerks, da gibt es auch was zu. Ich finde es ganz cool. So. Ja. Könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr von davon haltet, obwohl heute ja noch nicht so super viel irgendwie hier passiert ist. Morgen gibt es dann teleportierende Magier und Wahrscheinlichkeiten beeinflussende Magier und mit Pflanzen um sich schmeißende Magier. Das wird sehr lustig, weil wenn ich dann sehe, wie mein Brüderchen seine Magie benutzt, dann wird mir wahrscheinlich sehr vieles sehr schnell klar. Ja. Ja, und auch Matthew ist wahrscheinlich ein Magier gewesen, sonst hätte er ja die Quintessenz ja nicht in Form bringen können. Ja, aber es ist ja, morgen um 20 Uhr auf diesem Kanal könnt ihr dann erfahren, wie es weitergeht. Genau, das weiß er noch gar nicht. Das Schwesterchen weiß noch gar nicht, was der große Bruder eigentlich macht. Woher er seine ganze Knete hat. Ja. Es wird, glaube ich, eine ganz interessante Sache. Ja, ja, und bis dann, sage ich mal, danke fürs Zugucken und bis morgen. Bis morgen. Tschüss.